Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungsrates, liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre. Ich stehe hier vor Ihnen stellvertretend für 1650 kleine, mittlere und größere Unternehmen, die der Profond-Vorsorgeeinrichtung und ihren Anlagen vertrauen. Die Profond, eine Sammelstiftung mit 25.000 Versicherten, investiert nicht in die Börse, sondern in Qualität und ist darum auch Aktionärin der UBS AG. Für Sie nehme ich hier die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen wahr. Profond wehrt sich gegen die vom Verwaltungsrat der UBS vorgeschlagene Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Wir meinen, dass die Aktionäre, die die vom Management zu verantwortenden Verluste aus dem Investment Banking zu tragen haben, auch die Möglichkeit haben sollten, zu gesetzeskonformen und marktüblichen Konditionen an der geplanten Kapitalerhöhung teilzunehmen. Ein Ausschluss des Bezugsrechts bedeutet für die Aktionäre eine Verwässerung ihres Kapitalanteils und einen Verlust an Stimmkraft. Das alles wird uns nicht entschädigt und führt so zu nachhaltigen materiellen Nachteilen. Es gibt keinen Grund, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen oder ihnen die Wandelanleihe vorgängig nicht zur Zeichnung anzubieten. Der Verwaltungsrat der UBS begründet den Ausschluss des Bezugsrechts damit, dass eine Bezugsrechtsemission zu lange dauern würde und dass das Zustandekommen der Kapitalerhöhung ungewiss wäre. Eine solche Begründung erstaunt für eine Bank, die sich ihrer Kompetenzen im Investmentbanking rühmt und in diesem Bereich weltweit führend sein will. Eine französische Großbank, die sich in einer vergleichbaren Situation wie die UBS befindet, hat gezeigt, dass eine ordentliche Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht sehr wohl innerhalb kurzer Frist machbar ist. Dies sollte auch einer UBS möglich sein. Der wahre Grund, dass der Verwaltungsrat keine ordentliche Kapitalerhöhung durchführen will, liegt wohl darin, dass bei einer ordentlichen Kapitalerhöhung ein Prospekt erstellt werden muss und in diesem umfassend und wahr Auskunft über die finanzielle Situation der Bank gegeben werden müsste. Der Verwaltungsrat müsste hinstehen und Verantwortung übernehmen. Nicht zuletzt, weil der Prospekt auch den strengen US-amerikanischen Vorschriften entsprechen muss. Ich weiß nicht, ob alle Herren, die da so bequem sitzen, dann auch genügend Stehvermögen mitbringen würden. Wir müssen sogar annehmen, dass der Verwaltungsrat gerade darum eine ordentliche Kapitalerhöhung verhindern will. Auch deshalb verletzt der Ausschluss des Bezugsrechts die Interessen der Aktionäre zutiefst. Und wir verstehen die Anliegen von Ethos und Big Data, welche Aufschluss über die Turbulenzen auf dem US-Hypothekenmarkt und deren Auswirkungen auf das Geschäft der UBS verlangen. Profond beantragt Ihnen, die Schaffung von bedingtem Kapital für die Pflichtwandelanleihe abzulehnen und stattdessen die Kapitalerhöhung im ordentlichen Verfahren unter Gewährung des Bezugsrechts an die Aktionäre durchzuführen. Die UBS ist und bleibt eine hervorragende Bank. Wir würden sie auch für 51 Franken und 48 Rappen sofort kaufen. Leider fehlt uns noch das nötige Kleingeld. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
hindern Sie den voreiligen Hüftschuss des Verwaltungsrats in Richtung China und treten Sie mit uns für Ihre eigenen Interessen und den Finanzplatz Schweiz ein. Geben Sie der Profan Ihre Stimme. Ich habe fertig und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bravo. Besten Dank, Herr Brändli. Ich habe vorher darlegen können, woher wir gekommen sind, aber ganz sicher nicht daher, wo Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Brändli, dass wir einen Prospekt gescheut hätten. Es ging um Zeit, um Volumen und um Sicherheit. Das waren die Treiber hinter dieser Pflichtbandelanleihe. Ich möchte jetzt auch trotzdem Peter Kuhl noch etwas